Servus Leute, was geht? Ein besonderes Abenteuer steht an, denn Marius und ich werden einen Trailrun machen. Hier durchs Karwendelgebirge. 52 Kilometer, über 2000 Höhenmeter, zwei Übernachtungen. Leute, Vollgas, wir sind gespannt, was uns erwartet und nehmen euch mit. Viel Spaß. Was denkt ihr denn, Leute? Schaffen wir das? Schaffen wir das, da drüber zu kommen? Schreibt mir eure Einschätzung gerne jetzt runter in die Kommentare. Dreckenfehler, Leute. Die Uhr ist noch nicht an. Training, Trailrunning und Action. Yes. Damit ihr euch die Route auch geografisch vorstellen könnt, jetzt einmal hier die gesamte Strecke in der Übersicht. Starten werden wir am Achensee in Pertisau. Von da an laufen wir erstmal durchs Tal. Auch eine ganz gute Kilometerzahl durchs Tal. Steil bergauf danach zum Gramajoch. Vom Gramajoch geht es dann bergab zur Engalm, wo wir die erste Nacht schlafen werden. Am zweiten Tag geht es direkt wieder steil bergauf. Am Teufelskopf vorbei, nahe dem Berg, hoch zur Falkenhütte. Von da aus jetzt hier nochmal durch ein Tal zu Hochalmsattel. Vom Hochalmsattel zur Karwendelhütte. Und von da sind es jetzt nur noch 17 Kilometer durchs Tal, immer schön bergab bis nach Scharnitz. So kommen wir auf unsere über 50 Kilometer und über 2000 Meter. Und Marius, wie geht's dir so? Wir haben schon lange kein Abenteuer mehr zusammen gemacht. Ja, fabelhaft. Seit dem Deutschlandcross, ne? Ein Monat her. Ja, ja, es ist richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Tage im Karwendel. Ich habe viel davon gehört, aber ich war selbst noch nie. Nur eben von Innsbruck aus hoch. Und jetzt tauchen wir richtig ein. Das wird richtig spannend. Ja, Basti, wie läuft es in den ersten Metern? Ich habe echt schwere Beine. So Leute, und jetzt geht es tatsächlich steiler auf. Und leider ist mein Lauf jetzt in ein Gehen umgewandelt worden. Oh, meine Beine brennen. Wie läuft bei dir? Ja, auch. Also es ist auf jeden Fall schon Oberschenkelarbeit, aber es geht noch. Aber ja, wenn man hier joggen würde, dann kommt man direkt aus der Puste und der Puls, der schallert hoch auf 180. Muss man jetzt auch nicht unbedingt haben bei der Hitze. Also schön ruhig. Genau. Heute kommen wir an einen Punkt, reißendes Gewässer. Es muss überschritten werden. Ob Marius das schafft, ob wir das schaffen, ich weiß es nicht. Ihr hört es auch schon, das Geplätscher. Schauen wir uns das mal an. Kritisch. Kleiner Schritt für mich, doch ein großer für die Bergheit. Ich glaube, ich schaffe es diesmal nicht. Ja, dann ist das jetzt der Moment, an dem die Reise aufhört. Das war's dann, glaube ich. Abfahrt, ab nach Hause. Abfahrt. Sehr schön, geschafft. Ah, Glück gehabt, es geht doch noch weiter. Ja. Was machst du da? Nuckeln? Oh. Erstmal nuckeln, ne? Ist richtig gut. Hier ist das. Mit deinem komischen, mit diesem weißen Pulver, das du mir da gegeben hast. Das hier, wenn ich das trinke, dann bin ich aber richtig wach danach. Und ja, schiebe richtig an, das ist jetzt einfach nur Wasser. Marius fängt schon wieder singen an. I'm a rocket man, burning on a fuse up here alone. Alarm Bock, ich hab Langeweile, keine Alarm Bock. Wie geht das? Alarm Job. Ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf Kippensaft. Das ist ein guter Song, Basti, ne? Kennst du noch? Letzten Meter bis zum Gipfel. Und ich bin schon richtig auf die Aussicht gespannt. Alter. Wow. Oh. Premium, ne? Vor allem, wenn du hier um die Ecke kommst. Wow. Wow. Leute. Welcome to Karwendel, ey. Man sieht es noch nicht richtig, aber hier wird es brutal gleich. Okay,
Okay, Marius, Schulnote für die Aussicht hier. Ja, definitiv eine 1-. 1-, okay. Es muss ein bisschen Luft nach oben sein, aber schon sehr, sehr gut. Jetzt geht es auf jeden Fall hier auch ein bisschen steiler runter. Von daher mal eine neue Perspektive. Ihr kommt bei mir aufs Köpfchen und dann laufen wir. Auf der Engalm angekommen, schlägt jetzt Fakten Marius zu. Schaut euch das erstmal an hier, Karwendelgebirge, richtig stark gerade. Und übrigens Karwendel, 150 Jahre ist das schon als Naturpark erschlossen. Besuchen jährlich ca. 1 Million Besucher und ist der größte Naturpark Österreichs. Es ist gewaltig und für uns, wir sind kaum Leuten entgegengekommen, also wir spüren von der 1 Million gerade mal gar nichts. Ich freue mich schon in dem Dorf zu schlafen heute Abend und dann morgen so aufzuwachen. Ganz stark. Richtig gut, Leute, geschafft, im Almdorf angekommen und es ist wie gemalt, ist der Hammer hier. Ich bin super auf die Nacht gespannt. Übrigens, hier ist auch eine Käserei, aber der Ausblick, einfach der Wahnsinn. Jetzt geht's rein in die Unterkunft. Wichtig immer, Stinkeschuhe aus. Die stiegen auf. Schau mal rein hier. Jetzt direkt mal in der Toilette das Licht angemacht, sehr gut. Ja. Ups. Hier liegt ja jemand. Was? Junge. Wow. Das war ein Zimmer. Ha. Egal. Also Schlafplatz. Safe. Schlafsäcke hätten wir jetzt schon mal nicht gebraucht. Stimmt. Aber nicht schlimm. Im letzten kleinen Bierchen genießen wir jetzt hier noch diese unglaubliche Aussicht. Marius, komm, gib mal Feedback zum ersten Tag. Ja, super. Also traumhafter kann es kaum sein. Ich freue mich aber auch morgen weiterzulaufen von hier. Also ich finde, das Ziel ist jetzt eigentlich der schönste Ort, an dem wir waren. Die Engalm hier. Mit dem Panorama. Das seht ihr ja gleich. Die gilt es jetzt zu übertreffen. Ja. Wir gönnen uns jetzt hier gerade noch ein bisschen und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Die Beine werden auf jeden Fall nicht leichter, aber das kriegen wir schon gestemmt. Also Leute, bis morgen. Tag 2 des Karwendelmarschs. Heute wollen wir bis zur Karwendelhütte laufen. Ausgeschrieben ist es mit ca. 5 Stunden Gehzeit. Wie war die Nacht? Bist du fit? Ja, tipptopp. Beste Nacht ever. Auf so einem Almdorf, da schläft man noch direkt ganz anders. Keine Umgebungsgeräusche. Nur morgens um 5 kommt da eine Riesenhorde Kühe. Und weckt einen. Ja, da wird man anders geweckt. Nicht genau. Elektronische Wecker. Die Kuhglocke, die schüttelt einen da aus dem Bett raus. Ja, Leute, wir starten jetzt direkt steil bergauf, kämpfen uns zum ersten Gipfel und lassen mal den Motor jetzt hier ins Rollen kommen. Auf geht's. Auf geht's. Der Stern ballert heute schon wieder ordentlich, deswegen die Taktik im Schatten ganz langsam gehen, in der Sonne zügig durchsprinten. Schnell Marius, Sonne! Okay, hier ist wieder Schatten. Ah, sehr schön. So heiß, 34 Grad glaube ich. Wasser Marius! Jawohl! Wasser! Boah, ganz ehrlich,
Oh. Oh. So gut. Oh, so gut. Das ist richtig glücklich. Wasser, Elixier des Lebens, Leute. Elixier des Lebens. Ex? Das ist gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Check him out on Instagram. Hier eingeblendet, oben rechts verlinkt. Ja, jetzt erste Gipfel. Jo, Hammer. Knack, sauber, Alter. Die ersten 530 Höhenmeter. Noch genau das gleiche, oder? Einmal. Ja. Ja. Wir laufen jetzt ein Stückchen runter, dann geht's hoch zur Falkenhütte, dann durch eine ganze Senke durch zur Karwendelhütte. Das wird stark! Schaut euch diese Geschwindigkeit an. Oh, die Sonne. Das ist einfach, verlässt den Schatten. Hier in der prallen Sonne ist es gerade brutal. Also ich fühle mich gerade gar nicht so geil. Hast du noch Wasser? Nicht mehr viel. Boah, es ist gefühlt 40 Grad. Jetzt eine schöne Johannisbeersaftschorle. Oder Soda Zitronen. Geht's denn, Basti, oder willst du dich in den Schatten setzen? Ich geh schon mal zu Flat Mail. Ja. Boah, ich glaube, dem Kollegen geht's gar nicht gut. Hütte ist geschlossen. Meister, wir haben zu. Die haben echt geschlossen, da gibt's nichts zu trinken. Basti, geht's echt nicht gut, die Sonne geht ihm voll in den Kopf. Kann ich auch verstehen. Es ist nämlich brutal warm, jetzt haben die hier keine Getränke. Gucken, wie wir jetzt von hier weitermachen. Erstmal Wasser besorgen. Und gucken, ob wir das Ding hier zu Ende bringen. Weil es gibt auch Leute, die könnten uns hier mit runternehmen mit dem Auto. Schauen wir mal.